Also ich glaube, wir haben etwas vor uns. Und dieses vor uns heißt, wir müssen uns als Einwanderungsland bewähren. Und da ist Herr Lucke nicht derjenige, der dafür geeignet ist, das zu tun, sondern wir müssen. Und warum denn eigentlich nicht? Ja, weil sie genau das Gegenteil predigen. Ja, Sie haben auch mal keine Ahnung, nicht wahr? Sie haben auch nur einfach keine Ahnung, Herr Heil. Ja, dann lesen Sie doch Herr einfach Lucke, mal. Ich habe es langsam leid von Ihnen ständig. Das ist doch fürchterlich. Dämlich oder dann lesen Sie doch bitte schön unsere Programme. Dann lesen Sie doch unsere Forderungen einfach mal. Autoritäre Strukturen eine Rolle spielen. Ach, und damit habe ich aber nichts zu tun, Herr Lucke. Wir haben ganz Wenn Sie vielleicht klare. Freundlicherweise mir zuhören, ich habe dann Ihnen gerade Sie zugehört mehr, und Sie haben einfach Sie nur Unfug erzählt. Entschuldigung, wir haben ganz klare Positionen zur Einwanderung. Die Alternative für Deutschland bejaht die Einwanderung. Und Sie setzt sich, ja, selbstverständlich, lesen Sie es doch in unseren Programmen nach. Gucken Sie sich im Internet an, was die Mitglieder abgestimmt haben, was sie mehrheitlich basisdemokratisch abgestimmt haben. Die Alternative für Deutschland bejaht die Zuwanderung nach Deutschland, aber sie möchte, dass die Zuwanderung. Herr Lucke, das ist doch völlig Schnuppe. Die Zuwanderung, und sie bejaht die Einwanderung ganz, wie Sie es wollen. Aber wir möchten, dass die Einwanderungsgesetzgebung nach bestimmten klaren Kriterien geordnet ist. Dafür setzen wir uns ein. Deutschland ein. Wir sind keine einwanderungsfeindliche Partei. Ist Deutschland ein Einwanderungsland? Ja, selbstverständlich ist Deutschland ein Einwanderungsland. Ja, wunderbar. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. In keinem Punkt Ihres zusammenhanglosen, idiotischen Gestammels haben Sie auch nur einen Gedanken vorgebracht, der nachvollziehbar wäre für einen gesunden Geist. Und jeder Mann in diesem Raum ist nun dümmer, weil er Sie anhören musste. Sie bekommen keinen Punkt. Und möge Gott Ihrer Seele gnädig sein.